Du bist der Tim. Ja. Du bist 20 Jahre jung. Richtig. Warum muss jetzt ich dir helfen, dass du Frau findest? Schaust du gut aus? Ja, aber ich verfolge deine Sendung schon lange und es hat auch oft schon geklappt bei dir. Also. Ah, du hast ja gedacht, das mache ich einfach. Ja, genau. Du bist warum, der Fauler. Warum kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Ja, man darf nicht blöd sein im Leben, gell? Ja, dann nehmen wir einen Werkmeister und dann suchen wir uns einmal. Ich weiß, sie soll ausschauen wie? Megan Fox in Jung. Ja klar, heute Megan Fox brauchst du nicht. Nee. Also sie darf so sein, 18, volljährig soll es sein, oder? Ja, ja. Bis wie weit? Bis 25. Entschuldigung, aber bitte, kannst du mir helfen? Weißt du, wo die Megan Fox ist? Megan Fox steht gerade hier. Achso, das, ja, okay. Also, aber erstens mal bist du nicht zu haben wahrscheinlich, oder? Nein. Und zweitens bist du 2 Jahre zu alt. Fanger-Weiberl oder sowas, gell? Wie, was? Fanger-Weiberl oder sowas. Ah, nicht schlecht, Fanger-Madel vielleicht, oder? Madel, genau so. Ja, nein, nicht der Wadel. Ach, das ist ein Fisch. Ja. Das ist ein Fisch. Ja, das ja. Stimmt, ja. Schau mal, wie die lacht. Ja. Schau mal, und Augenfarbe. Oh ja, das ist ein Traum. Ja. Wie heißt dein Freund? Lukas. Vergeben. Hau den Lukas, das ist eigentlich der ideale Sport für sie. Ah, ja. Nein, lass uns einen Abend tun. Da, wie heißt dein Freund? Will ich jetzt nicht sagen. Aber du hast einen. Ja. Wer gehört jetzt da dazu zu dir? Englisch. Englisch? Tümt ihr mir, ja? Wie schaut es mit deinem Englisch aus? It's okay. It's okay. How are you? Good, how are you? Good, good. Where are you from? Connecticut, the United States. Ah, okay. And for how long? Connecticut. We're here for 2 weeks. 2 weeks. And all day, all night. Your daughter? Only today we're here. Willst du an die Tochter, musst du über die Mama gehen. Alter Spruch. Ah, okay. Also müssen wir die Mama ein bisschen bezirzen. Auch Englisch? Yes, no, American. Deutsch. Oh, sie versteht mich. Ist diese junge Frau Single oder vergeben? She's not married. She's not married, but she's at no, she has a little boyfriend, she, yes. She has a boyfriend. Sorry. Sorry. Ich melde mich wieder. Ja, wir suchen weiter. Alles klar. Tim. Ja. Also, ich meine, ich bin ja Spezialist für Verkuppeln, aber ja, ich muss gestehen, unter der Woche ist das gar nicht so einfach mit jungen Mädels, gell? Na. Ich meine, es gibt immer so dieses Vorurteil, die hängen alle im Schottenhammel, das stimmt auch nicht. Und sie sollte ja schon 18 sein. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Eher über 18 noch. Eher über 18, ja. Gut. Ja, also keine leichte Aufgabe, aber aufgeben ist ja das letzte, die letzte Option. Ja. Aber lass die Finger von der Frisur, ne? Wir sind noch nicht fertig. Ganz eine wichtige Frage. Wo ist denn dein Freund? Den gibt's gar nicht. Es gibt keinen Freund. Tim, das schaut gut aus. Ja. Da ist kein Freund am Start. Wenn du mir jetzt nur dein Alter sagst, sag einfach über 18. Ich bin schon 23. Boah. Wow. Ja. Wow. Ja. Wow. Ja. Du musst noch fahren, oder? Ja. Okay, dann fährst du da jetzt und dann sprechen wir uns nochmal. Emily. Ja. Streng dich an, gell? Sei anständig. Gute Fahrt. Hey, rum. Emily und Tim. Wusstest du eigentlich, dass Emily und Tim rein, wirklich, also rein wissenschaftlich perfekt zusammenpassen? Ist ja aber so. Vertrau mir. Der Tim hat übrigens, ich habe eine kleine Organisation in Afrika, der Tim, der wollte 2 Millionen Euro spenden für neue Brunnen. Da habe ich ihm gesagt, das ist zu viel. Dann hat er meinen Hund vor dem Ertrinken gerettet. Der hat schon so viel für mich gemacht, der Typ. Der ist der Beste, ehrlich. Nee, der Tim ist schon ein toller Typ. Der Tim hat auch die ganzen Hits für Michael Jackson geschrieben. Der war das nämlich. Ja, der Tim! So, Emily? Ja? Kurzes Resultat. Wie war die Fahrt? Sehr wilde Fahrt. Sehr wilde Fahrt, okay. Wie war der Typ neben dir? War auch sehr nett. Nehmen wir ihn noch mit oder lassen wir ihn gehen? Kannst du ehrlich sein? Ihr könnt ja noch ein Stück mitgehen. Wir können noch ein Stück mitgehen. Ja, ich habe gesagt, jetzt fahren wir was Ruhigeres. Ja, was Ruhigeres. Ja. Was Ruhigeres. Also die Emily ist zwar mit Freundinnen da und das ist nicht so einfach, gell? Weil die wollen ja dann mit ihrer Freundin was machen und dann, wenn da so ein Typ stört, das ist schwierig, gell? Ja, eigentlich schon. Aber eigentlich gibt es ja nicht und deswegen, der Tim darf noch, schau. Der ist noch da? Ja, sehr gut. Also du hast sie noch nicht verjagt? Nee. Ist ein Anständiger? Ja. Was du jetzt so beurteilen kannst?
Okay. Auf jeden Fall. Du wolltest jetzt den noch ein bisschen testen, den Mann. Ja. Hast du eigentlich einen Führerschein? Ja, ja. Okay, du auch? Ja, klar. Okay, also wer fährt besser? Ich? Ja klar, muss der sagen. Okay, also sie fährt? Ja, ich habe ihr gesagt, sie darf lenken. Und du gibst Gas? Ja. Frage, ob das funktioniert oder nicht. Ja, weil Freundinnen dabei ist doch ein anderes Alter. Wenn ich jetzt eine Quote abgeben müsste, ich würde sagen 50-50. Keine Ahnung, wie das ausgeht. Lass uns überraschen. Eine Fahrt war ja wohl nicht genug. Waren ja schon mal zwei Fahrten. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ja, ein gutes, oder? Ja, würde ich jetzt aber auch so sagen, ja. Jetzt kommt natürlich die große Frage, weil er muss ja entscheiden, gell? Ach so, ja, stimmt. Du kannst ja ein Ja oder Nein sein. Du kannst jetzt annehmen oder nicht annehmen. Schau mal her. Wir haben extra umkennzeichnen lassen. Ja? Nicht mehr Fanger Mandel, sondern Fanger Madel. Du bist dran. Ja. Jetzt musst du entscheiden. Kriegt sie das Clubball oder nicht? Von mir ja. Ja. Magst du es annehmen? Oh. Oi, 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 oi. Also, das heißt, man kann davon ausgehen, die beiden sind dabei bei unserer großen Reise. Da geht's hin und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Fangermandel. Nach der Wiesn geht es für alle Singlefrauen und Männer und ihre gefangenen Partner für ein Verwöhnwochenende in das Lifestyle Apartment Hotel im Ötztal. Für die Abenteurer geht es zum höchsten Wasserfall Österreichs und für die benötigte Entspannung sorgt der hauseigene Spa-Bereich. Findet also euer perfektes Match auf der Wiesn und lasst euch im Lifestyle Hotel vom Ötztal verzaubern.